In diesem Video zeigen wir dir, wie du BattleTalk-Spieler auf deinem Java-Server spielen lassen kannst. Und das ganz einfach mit dem Plugin GSAMC und der Erweiterung Floodgate. Fangen wir mit der Installation an. Lade dir vom ersten Link in der Videobeschreibung die Paper-Version von Gesa herunter. Wechsle jetzt zum Tab Floodgate und lade auch hier Floodgate für Spygate herunter. Anschließend musst du beide Dateien in den Plugins-Ordner hochladen und den Server neu starten. Schritt 2: Einrichtung. Öffne den Ordner Plugins, dann Gesa Spygit und klicke auf die Datei config.yml. Dort musst du auf Zeile 19 unter Port deinen Serverport eintragen. Um den Port zu finden, schaust du einfach in der Serverkonsole nach der Nachricht Starting Minecraft Server On. Dort siehst du nach dem Doppelpunkt 4 oder 5 Zahlen. Das ist dein Port, also sozusagen die Hausnummer deines Servers, die du in die Config-Datei eingeben musst. Starte den Server jetzt noch einmal neu, um die Einrichtung abzuschließen. Schritt 3: Server beitreten. Mit Minecraft Java kannst du deinem Server wie gewohnt beitreten. Und bei Minecraft Bedrock gibst du die gleiche IP wie in Java ein. Bei Port verwendest du den gleichen Port, den du vorhin in der Config-Datei eingegeben hast. Jetzt können Minecraft Java und Bedrock zusammenspielen. Bedrock-Spieler können genau wie Java-Spieler Plugins und Befehle verwenden. Schritt 4: Bedrock-Server anpassen. Du kannst weitere Einstellungen deines Bedrock-Servers in der config.yml anpassen. Wenn du zum Beispiel deine eigene Server-Mod erstellen möchtest, kannst du bei Mod D1 die erste Zeile und bei Mod D2 die zweite Zeile, die angezeigt werden soll, eingeben. Auch der Name deines Servers, der in Bedrock angezeigt wird, kann mit der Server-Name-Option geändert werden. Weiter unten in der Datei gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind aber eher für fortgeschrittene Nutzer geeignet. Fünftens: Weitere Hinweise. Wenn dein Minecraft-Server nicht auf der aktuellsten Minecraft-Version läuft, benötigst du das Plugin Via Version. Mit diesem Plugin können Bedrock-Spieler, die automatisch immer die neueste Version von Minecraft installiert haben, auf den Server zugreifen, auch wenn dieser auf einer älteren Version läuft. Den Download-Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn dein Minecraft-Server die Version 1.19.1 oder höher verwendet, musst du in der Datei server.properties den Wert von Enforce Secure Profile auf False setzen. Dies ist erforderlich, weil Mojang ein Reporting-System in Minecraft Java integriert hat. In Minecraft Bedrock gibt es dieses System jedoch nicht, sodass Bedrock-Spieler nicht in den Chat schreiben können. Wenn du den Wert auf False setzt, deaktivierst du dieses System. Grundsätzlich kannst du Gesa auf jedem Serverhoster installieren. Einige Serverhoster haben jedoch Besonderheiten bei der Installation oder spezielle Einstellungen, die du vorher ändern musst. Eine Liste solcher Serverhoster mit Anleitungen findest du in der Videobeschreibung. Da Minecraft Java und Bedrock im Hintergrund völlig unterschiedlich funktionieren, gibt es einige Einschränkungen oder Probleme bei der Übersetzung der beiden Spiele, die Gesa derzeit nicht beheben kann. Eine vollständige Liste mit allen Problemen findest du in der Videobeschreibung. Einige Einschränkungen können mit einem optionalen Bedrock Resource Pack behoben werden. Den Link zum Download findest du natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls du noch weitere Fragen oder Probleme hast, schau einfach im Gesa FAQ nach oder schreib einfach einen Kommentar. Wir helfen dir gerne weiter.